Am Dienstagnachmittag hat Innenminister Lorenz Kaffier nach 14 Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bereits am Abend äußerte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu der überraschenden Entscheidung Kaffiers. Ich habe diese Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen. Ich habe, wie bereits heute Mittag erklärt, über viele Jahre mit Lorenz Kaffier gut, vertrauensvoll und über Parteigrenzen hinweg zum Wohle unseres Landes zusammengearbeitet. Das galt ganz besonders in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie. Ich finde, dass deshalb an erster Stelle das Wort Danke stehen sollte. Wir haben uns am Mittwochmorgen auf dem Schweriner Marienplatz umgehört und wollten wissen, wie die Menschen in der Landeshauptstadt zu dem Rücktritt des Innenministers stehen. Wenn er das nicht mehr vertreten kann, finde ich auch besser, dass er zurückgetreten ist. Und finde das auch richtig so, ne? In dem Fall würde ich sagen, ist das vollkommen richtig und politisch absolut korrekt gewesen, dass er jetzt zurückgetreten ist, denn sowas kann man ja nicht verantworten. Ja, ich finde, er hätte nicht zurücktreten brauchen, weil im Vorfeld konnte er ja nicht wissen, dass die dazugehören zu der Bande da. Keine Ahnung, aber eine Waffe hat er sowieso gebraucht, also ist das egal, finde ich jedenfalls. Finde ich gut, eindeutig, ne? Denn irgendwie hat das ein schlechtes Image. Ich kann mir nicht helfen, irgendwo muss er es ja doch vielleicht mitgekriegt haben. Eigentlich schade, war ein guter Innenminister. Wenn er über so einen Mist stolpert, dann hat er auch die Verantwortung zu tragen, wie jeder im Leben. Ne? Ja, ich finde es gut, dass er zurücktritt. Jetzt hätte er sich vorher überlegen können, ne? Wo er die Waffen kauft. Oder die Waffe, seine Pistole. Jahrelang ist er Politiker und dann so eine Geschichte abzuziehen, finde ich unglaublich. Und dann noch diese Ausreden und Entschuldigungen, wie auch immer. Es war richtig, dass er den Rücktritt gemacht hat. Das bedauere ich, ist ein guter Mann gewesen. Ich kenne ihn noch mehr oder weniger fast persönlich, weil ich mal beim Rat der Stadt gearbeitet habe. Und naja, gut, dass er nun ausgerechnet von denen, ne, die Knarre da gekauft hat, ich meine, das kann ich voll verstehen, dass er sich auch selber schützen muss, ne?